Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Founder Time Boxing. Heute mit Florian Henle von Polarstern. Florian, eine Minute, wo du mir oder uns das Wichtigste zu Polarstern und dich erzählen kannst. Also zu mir, ich bin Florian, 38 Jahre, einer der Gründer von Polarstern, neben Simon und Jakob. Polarstern ist Energieversorger, ein bisschen anderer Energieversorger. Also wir beliefern unsere Kunden ausschließlich mit erneuerbarer Energie, heißt 100% Ökostrom, 100% Ökogas. Mhm. Kleine Kunden in ganz Deutschland bis zu großen Industrieunternehmen. Und gleichzeitig versorgen, ja, stehen wir so für den modernen, den neuen, den Energieversorger der Zukunft. Nur, dass es uns heute schon gibt. Das heißt, wir machen kleine Einfamilienhäuser, aber auch große Mehrparteiengebäude zu Ökokraftwerken, produzieren vor Ort die Energie, speichern sie und versorgen sie oder nutzen sie intelligent, haben Spezialtarife für Elektroautos, also sind da recht weit vorne dabei. Firmen auch? Auch Firmen natürlich. Auch Firmen. Wir ticken aber auch als Unternehmen so ein bisschen anders. Mhm. Wir sind gemeinwohlorientiert, wir sind Social Business. Das heißt, es ist eigentlich schade, dass man das so sagen muss, weil das ist nichts anderes als gesunder Menschenverstand. Das heißt, für uns die soziale, die ökonomische und die ökologische Rendite sind für uns gleich wichtig. Sehr gut. Die Zeit ist um. Jetzt 5 Minuten zu den größten Lessons learned von Polarstern, von dir. Im Wesentlichen kann es auf eine Lesson learned eindampfen. Okay. Du musst kein Arschloch sein, um erfolgreich zu sein. Selbst in so einem Haifischbecken wie dem Energiemarkt. Okay. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich meine, der Energiemarkt kommt direkt nach der Finanzbranche, was die Reputation betrifft. Mhm. Und in der Regel wird da einfach nur über den Preis verkauft. Ja, einfach nur rausgedrückt. Und das ist relativ plump und profan. Mhm. Wir gehen eher an so einen partnerschaftlichen Ansatz, eben weil wir anders ticken. Weil wir gemeinwohlorientiert sind, weil wir es auch so einfach Mist finden. Es macht keinen Spaß, nur zu vertickern. Mhm. Und es zieht sich durch alle Bereiche durch. Also und das ist auch die Lesson learned. Es funktioniert anders. Mhm. Es funktioniert anders im Marketing beispielsweise, indem wir stark über Kooperationen gehen, inhaltlich getriebene Kooperationen, so mit Organisationen wie Sea Shepherd, mit der Sparda Bank, mit Online-Unternehmen wie Abo Alarm, um ein paar zu nennen. Und natürlich mit super zufriedenen Kunden, die wir einfach nicht verarschen, sondern mit denen ehrlich kommunizieren, auf Augenhöhe kommunizieren, sehr direkt kommunizieren und die einfach da zufrieden sind, weil die es nicht erwarten. Ich meine, die erwarten so einen Service wie von der Telekom. Und bei uns sind halt Menschen an der Leitung, die ihnen auch direkt helfen können. Mhm. Und das führt dazu, dass unsere Kunden happy sind, uns weiterempfehlen. Das ist auch unser wichtigster Kanal. Mhm. Und unterm Strich haben wir günstige Kundenakquisitionskosten als ein klassischer Energieversorger. Also funktioniert. Sehr gut. Es funktioniert aber auch in der Finanzierung. Mhm. Wir sind beispielsweise nicht VC finanziert, obwohl wir auch gute Angebote hatten. Also man muss kein VC haben, um ein Startup zu gründen. Kennen wir auch. Ihr habt es ja genauso gemacht. Ihr habt auch den Bootstrap-Ansatz verfolgt und seid ja doch extrem erfolgreich. Ja. Und es macht Spaß, wenn du auf Augenhöhe, wir haben trotzdem Investor, mit dem wir aber auf Augenhöhe kommunizieren und nicht so ein Reporting-Gebitsche haben. Wir entwickeln gemeinsam Produkte. Mhm. Know-how fließt von uns zu unserem Investor und vom Investor wieder zurück. Also auch ein Energieversorger ist aus der Schweiz, Energie 360 Grad. Okay. Und dadurch haben sie beispielsweise jetzt auch schon ihr Investment wieder reingeholt, also gemeinsam für sie ein Produkt entwickelt, das recht gut läuft. Und gleichzeitig ist unser Investment damit geleveraged. Also es läuft schon. Ja. So Win-Win. Es ist ein Win-Win, genau. Klassische Win-Win-Situation. Sehr gut. Wie der BWLer sagt. Wichtig ist auch noch, auch wenn es abgedroschen ist, Menschen, Menschen, Menschen. Ja? Mhm. Du brauchst wirklich gute Mitarbeiter, fachlich gute, quasi als Pflicht. Mhm. Ja? Aber du brauchst auch Leute mit der, und das ist dann die Kür, mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Überzeugung. Da ist so die intrinsische Motivation, mit das Feuer zu haben, für die Sache zu brennen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und dann kannst du halt mit einem Team, einem kleinen Team, wir sind 30 Leute, kannst so viel reisen jetzt wie mit 90 Leuten. Mhm. Also es macht Spaß und hast auch viel weniger Aufwand damit. Ja, ein bisschen das Gallierdorf versus den großen Römern, die quasi dann vielleicht die Konzerne sind. Genau, finde deinen Zaubertrank. Ja, genau. Genau es ist. Bei uns ist ja wirklich das innere Feuer, die Motivation, der Sinn. Mhm. Unser Zaubertrank, ganz ehrlich, ist der Sinn. Mhm. Ja. Cool. Und den können wir auch bieten. Es kann halt ein anderes Unternehmen nicht so leicht. Mhm. Ja. Und noch so ein letzter Punkt ist, glaube ich, so Entscheidungen. Ich meine, wir müssen als Gründer, als Unternehmer muss man immer Entscheidungen treffen
Und wir haben gelernt, dass es extrem wichtig ist, Daten, Fakten zu sammeln, zu analysieren. Mhm. Aber Entscheidungen treffen wir sehr viel aus dem Bauch. Also wir sagen, wir füttern deinen Bauch mit Daten und Fakten und treffen die Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Und so ist es. Und gerade bei kurzfristigen Entscheidungen geht so eine Gewichtung eher zu Daten, Fakten. Mhm. Und je länger, je strategischer, visionärer damit ja auch die Entscheidungen sind, desto stärker ist der Bauch gefragt. Wir sind damit gut gefahren. Mag nicht für jedes Geschäftsmodell funktionieren. Mhm. Sehr cool, den Vergleich. Habe ich so noch nie gehört, auch wenn wir es auch sehr oft so machen, eben wie du sagst, viel auf Zahlen zu schauen und dann trotzdem immer noch in den Bauch zu hören, habe ich so noch nie wahrgenommen. Also aber es funktioniert, ne? Ja, scheinbar. Also definitiv. Und auch eine Ethik oder eine Grundeinstellung, die wir bei Ride auch sehr oft fahren. Cool. Vielen Dank für deine Lessons Learned. Umso spannender finde ich jetzt auch noch deinen größten Wow-Moment oder deine größten Wow-Momente in den nächsten 2 Minuten. Du hast vorweggenommen, es sind eher die Momente. Okay. Jeder wartet immer auf diesen großen Wow-Moment, dieses Heureka-Erlebnis. Aber das gibt, also zumindest bei uns hatten wir das nicht so. Ja. Und da ist auch die Gefahr, dass du dann die kleinen Wow, die kleinen Heurekas auf dem Weg dort gar nicht siehst. Bei uns ist es so, dass wir sie haben, ja. Wir versuchen sie auch zu sehen, oftmals sehen wir sie, leider nicht immer. Mhm. Ja. Aber vielleicht um dieses Bild zu haben, ist wie nur so ein Mosaiksteinchen. Und das ist gerade so, deswegen sage ich, es sind so viele Wow-Momente. Bei uns fügen sich gerade so diese Mosaiksteinchen zu so einem tollen, schönen, großen, bestandhafteten Bild oder bestandhabenden hoffentlich, ja, Bild zusammen. Und das macht richtig Spaß. Man hat ja gesagt, wir sind gemeinwohlorientiert, gemeinwohlzertifiziert. Ja. Und das war nicht immer leicht, das durchzuhalten, weil erstmal wurden wir marktoft anfangs belächelt. Die fanden uns alle nett, aber so richtig ernst hat uns keiner genommen. Mhm. Aber die Versuchungen sind natürlich auch da, sowohl finanzieller Art, als auch weil es der einfache Weg ist oder man sich nicht immer verargumentieren muss, warum wir ein bisschen anders ticken und uns doch, das wird doch irgendwie so ja, verträumt sein oder so. Und das Schöne ist, also Bild, und das ist eigentlich auch dieses kleine Wow-Moment, vielleicht ist es sogar ein bisschen größerer, dass sie jetzt, das funktioniert, wir sind mittlerweile im Markt angekommen, wir werden ernst genommen, wir werden als Benchmark für neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel in diesem Mieterstrom genommen. Mhm. Jeder will mit uns zusammenarbeiten, also viele große Energieversorger, aber auch Leute aus einer ganz anderen Branche, wie Ionity beispielsweise, die haben letzten Monat als Kunden gewonnen. Die sind das Lade-Joint Venture, also für Elektroautos von Volkswagen, Daimler, Porsche, Audi, Ford. Mhm. Und die arbeiten mit uns zusammen, weil wir eben so ganzheitlicher, partnerschaftlicher denken. Und das ist schön, weil wir uns eben daran festgehalten haben, obwohl es nicht immer leicht war, uns durchgesetzt haben. Ich meine, du machst Triathlon, ne? Richtig. Ja. Und ich meine, je stärker du für so einen, oder je härter eigentlich man für einen Erfolg gearbeitet hat, desto süßer schmeckt er dann auch. Ja. Und so ein bisschen, wir sind schon den härteren Weg gegangen, wir haben es nicht einfach gemacht, aber es funktioniert und so süßer schmeckt es ja auch. Ja. Bisschen nach dem Spruch auch, den man im Triathlon sehr oft hat, der Schmerz vergeht, der Schmerz bleibt. Genau. Die, Flo, vielen Dank für deine Zeit, für deine geteilten Erfahrungen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wie eigentlich immer, könnt ihr gerne unter dem Video kommentieren oder Flo einfach auch direkt schreiben. Ansonsten freue ich mich natürlich gerne über ein Gefällt mir oder über das Teilen des Videos. Wünsche euch einen schönen Sonntag, macht es gut und bis bald. Ciao. Ciao.